Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur achten Lesung, Sendung und Besprechung des wundervollen kleinen Büchleins Priesterverkürzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven von Andreas Thiel aus dem Druck von, wenn ich mich nicht irre, 1937. Da erschien das Original. Wir haben bis jetzt knapp 60 Seiten in diesem Buch gelesen. Wir haben eine interessante Lesung gehabt hier vor mit dem induzierten Irresein. Und ich möchte da auch noch gar nicht weiter darauf eingehen, obwohl ich das letzte Sendung angekündigt hatte, aber ich möchte das eher euren eigenen Nachforschungen überlassen, dass ihr nochmal das Ende von der Seite 60 bis zum folgenden Punkt 5 Folgerungen, mit dem wir jetzt anfangen, auf Seite 61 lest, dass ihr das für euch selber gut versteht, dass ihr das nicht von mir ständig vorgekaut bekommt, aber dass wir uns ganz, ganz darüber im Klaren sind, dass die Welt, in der wir leben, davon lebt, dass wir alle durch die Kirche, die ihre eigenen Gesetze macht, induziert irre sind. Dass wir eben auch nicht mehr sehen, wem wir eigentlich wirklich dienen. Wer weiß denn in dieser Welt, dass wir eigentlich unserem Schöpfer Jahwe dienen und nicht irgendeinem Staat oder einer Kirche, die hinter diesem Staat steht? Das ist doch das Problem. Und das hat, glaube ich, der Autor ganz gut aufgezeigt hier in dem induziert Irresein Abschnitt. Und wir gehen jetzt in Teil 5, der heißt Folgerung. Und da werde ich auch gleich nach dem ersten Satz ein anderes Zitat bringen, das einige von euch vielleicht kennen, einige nicht. Das aber wunderbar in den Zusammenhang passt. Also, Folgerung, sagt der Autor. Bei kaum einem Volk ist die Objektivität, das heißt der Drang, dem Gegner, selbst dem Feind, möglichst gerecht zu werden, so groß wie beim Deutschen. Das ist ein sehr interessanter Satz, nicht wahr? Also ich persönlich finde ihn sehr, sehr interessant. Und mir kommt das auch noch bekannt vor, denn was der Autor hier sagt, lesen wir es nochmal. Bei kaum einem Volk ist die Objektivität, das heißt der Drang dem Gegner, selbst wenn der Gegner der Feind ist, möglichst gerecht zu werden, dem Feind möglichst gerecht zu werden, bei kaum einem Volk ist der Drang dem Feind möglichst gerecht zu werden, so groß wie beim Deutschen. Da gibt es ein wunderbares Zitat von, das dem Napoleon zugeschrieben wird, der sagt: Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Und wenn man das, was der Autor hier schreibt, in dem ersten Satz, bei kaum einem Volk ist die Objektivität, also der Drang, dem Gegner, selbst dem Feind möglichst gerecht zu werden, so groß wie beim Deutschen, wenn man das ins Verhältnis setzt mit dem, was hier angeblich Napoleon gesagt hat, dann kann man nur sagen, die beiden sagen dasselbe mit anderen Worten. Und zeitlich verschieden. Napoleon wird sowas über 100 Jahre vorher gesagt haben. Der Autor schreibt das hier halt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja? Also fängt schon mal sehr interessant an. Was sind die Folgerungen? Die Folgerungen sind, dass man unglaublich leicht betrogen wird. Ja? Der Drang, dem Gegner möglichst gerecht zu werden. Wo kommt denn das her? Es immer allen gerecht machen wollen. Und am Endeffekt nicht mehr wissen, wem man eigentlich dient. Das ist meine Konklusion daraus. Nun, der Autor sagt, das ist sicher Ausdruck einer inneren Kraft und großer Ehrlichkeit. Aber Ehrlichkeit wird natürlich im Reich des Antichristen nicht geschätzt, sondern wird benutzt, um es gegen einen zu gebrauchen. Muss man sich auch von bewusst sein. Leider ist aber dadurch in unserer Geschichte sehr oft Schaden für Volk und Vaterland entstanden. Besonders, wenn es sich um einen still und leise schleichenden, zielbewussten Gegner handelt, wie es das päpstliche Rom ist. Die Sammlung päpstlicher und priestlicher Machtansprüche, die wir brachten,
wird vielleicht von dem einen oder anderen auch heute noch nur als interessantes Kultur- und Geschichtsdokument ohne praktische Bedeutung aufgefasst. Doch Rom ist immer sehr klug gewesen und hat seit je in Jahrhunderten gedacht. Es war nie objektiv. Das ist seine große Stärke. Es hat so oft und so lange seine Ansprüche wiederholt, bis die Welt sich daran gewöhnt hatte und sie sogar nicht einmal für ernst nahm. Dann war der Augenblick gekommen, wo man aus der jahrhundertealten, unwidersprochenen Gewohnheit ein Recht, ein Gesetz machte. Dann sprach man vom Gewohnheitsrecht. Als ob gewohnheitsmäßig betriebene Anmaßung und Betrug, also Unrecht, jemals Recht werden könnten. Doch solch ethische Auffassungen vom Zustandekommen von Recht und Gesetz kümmern Rom nicht. Die Ethik oder Moral ist für die anderen da, für die, welche mit ihrer Hilfe beherrscht werden sollen. Denen wird seit frühester Jugend klarzumachen versucht oder mindestens suggeriert, dass alle Ansprüche Roms als Rechte zu verteidigen sogar moralische Pflicht sei. Dann glauben derartig erzogene oder besser verzogene Katholiken, auch diejenigen, die gar nicht begreifen, dass sie Katholiken sind, wenn die starke Leitung eines gesunden Volkes allzu anmaßende Obergriffe in das Volksleben und das Staatsgefüge abwehrt, es werden Rechte ihres geistlichen Oberhauptes, des Papstes, Rechte der Kirche verkürzt. Sie kommen in Gewissenskonflikte zwischen Glaube und Heimat. Solche Konflikte werden natürlich wieder klug von Rom benutzt, indem man unter dem Deckmantel von Religion und Glauben Zurückweisung unberechtigter machtpolitischer Ansprüche als Verletzung religiöser Gefühle, als Kampf gegen die Religion, als Verfolgung des Glaubens bezeichnet. Ich möchte hier zu einem ganz kurzen Kommentar geben, dass man niemals vergessen sollte, wie die römisch-katholische Kirche es ganz erfolgreich über die ganze Welt in jedem Land schafft, Patriotismus für sich zu gebrauchen. Patriotismus für, zwischen Anführungszeichen, mein Land. Aber wenn die Menschen nicht wissen, wofür ihr Land steht, weil ihr Land im Grunde kontrolliert wird von Rom, dann ist Patriotismus immer römischer Patriotismus. Und wenn es einen Patriotismus gibt, den ein Christ haben sollte, dann ist es der Patriotismus zum Königreich Gottes und nicht zu irgendeinem weltlichen Königreich. Deswegen nochmal, die Ethik ist für die anderen da, für die, welche mit ihrer Hilfe beherrscht werden sollen. Das ist so. Diejenigen, die herrschen, die haben keine Moral. Die schüsseln uns nur die Moral vor und sagen, ihr müsst euch daran halten. Denen, sagt der Autor, wird seit frühester Jugend klarzumachen versucht oder mindestens suggeriert, dass alle Ansprüche Roms als Rechte zu verteidigen sogar moralische Pflicht sei. Dann glauben derartig erzogene oder besser verzogene Katholiken, wenn die starke Leitung eines gesunden Volkes allzu anmaßende Übergriffe in das Volksleben und das Staatsgefüge abwehrt, es werden Rechte ihres geistlichen Oberhauptes, des Papstes, der Kirche verkürzt. Sie kommen in Gewissenskonflikte zwischen Glaube und Heimat. Also der Glaube auf der einen Seite und der Patriotismus auf der anderen Seite. Und solche Konflikte werden natürlich wieder klug von Rom benutzt, indem man unter dem Deckmantel von Religion und Glauben Zurückweisung unberechtigter machtpolitischer Ansprüche als Verletzung religiöser Gefühle, als Kampf gegen die Religion, als Verfolgung des Glaubens bezeichnet. Also hier wird die Religion eingesetzt, um den Patriotismus zu fördern. Und Patriotismus ist, da der Staat von Rom gelenkt wird, römischer Patriotismus, was die Menschen leider überhaupt nicht verstehen. Also ein ganz wichtiger Punkt, um sich nochmal in Ruhe durchzulesen und zu verarbeiten. Die Geschichte, sagt der Autor, auch der Gegenwart, ist davon überreich an Beispielen.
Alle Meinungsverschiedenheiten, milde gesagt, gehen zurück auf nicht zeitig genug abgewehrte Machtansprüche, die man so lange als, zwischen Anführungszeichen, harmlos hinnahm, bis sie Rom zum Rechte machte. Solche Rechte greifen heute noch in das völkische Staatsleben hinein und bergen immer wieder Konfliktstoffe in sich, welche alles andere als der Volksgemeinschaft zuträglich sind. Im katholischen Kirchenrecht werden die Standesrechte der Kleriker aufgeführt, die sie nicht etwa aufgrund besonderer Leistungen für die Gesamtheit des Volkes beanspruchen, sondern nur zufolge ihrer priesterlichen Würde, und das Wort würde ich hier selbst in Anführungsstriche tun, und ihres Dienstes für die römische Kirche, also reine Standesvorteile vor den übrigen Volksgenossen. Der Gedanke kommt auf zu denken, alle Menschen sind gleich, aber manche Menschen sind gleicher als gleich, nicht wahr? Farm der Tiere. Da ist zunächst das sogenannte Privilegium Canonis. Dieser Ausdruck ist schwer zu übersetzen. Kanon, das steht für Regel und Gesetz, bezeichnet im kirchlichen Sprachgebrauch ursprünglich die Richtschnur für christlichen Glauben und christliches Leben im Anschluss an Galater Kapitel 6, Vers 16 und Philipper 3, Vers 16 seit dem 4. Jahrhundert oder aber vorwiegend kirchliche Synodalbestimmung im Gegensatz zu den kaiserlichen Gesetzen. So, und jetzt muss ich hier auch mal eben eine kurze Pause einlegen. Warum? Einerseits wollen wir uns mal kurz die beiden Bibelzitate kurz anschauen. Ja, wir haben hier gelesen Galater 6, 16. Da wollen wir eben schauen. Ich habe ja hier meine wunderbare Bibel, die ich von der Renate bekommen habe. Die Luther 1545 und die King James 1611 nebeneinander. Da müssen wir mal eben gucken in Galater Kapitel 6 und dann Vers 16. Da steht geschrieben in der Luther 1545: Und wie viel nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Galater 6, 16 sagt er hier, ne? Ist das richtig? Ja, im Anschluss an Galater. Ne? Also Regel und Gesetz. Ne? Deswegen. Ne? Und wie viel nach dieser Regel einhergehen, über die sei Friede und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Es ist natürlich so, dass hier die römisch-katholische Kirche sich dann einige Zitate aus der Bibel zunutze macht und die bezeichnet, weil der Fehler des Autors hier ist ja schon mal ganz klar, dass hier drin steht, dieser Ausdruck Kanon ist schwer zu übersetzen. Er bezeichnet den Sprachgebrauch ursprünglich die Richtschnur für christlichen Glauben und christliches Leben. Das ist wirklich christlich, aber die römisch-katholische Kirche missbraucht das ja in ihren Kanons. Ne? Wir sprechen ja hier über das Privilegium Canonis. Ja? Gut, und dann haben wir noch Philipper Kapitel 3, Vers 16. Dann mal eben schauen, dass ich hier Philipper schnell aufschlagen kann. Philipper 3, Vers 16, komischerweise zweimal Vers 16, auch interessant. Kapitel 3, Vers 16 sagt hier, doch so ferne, dass wir nach einer Regel, darein wir gekommen sind, wandeln und gleichgesinnet sein. Ne? Also diese beiden Bibelverse macht sich die römisch-katholische Kirche zunutze, indem sie eben ihre Privilegium Canonis, das heißt also, die Richtschnur für den christlichen Glauben für sich beansprucht, wobei sie ja mit Christentum überhaupt nichts zu tun hat. Also, seit dem 4. Jahrhundert aber vorwiegend kirchliche Synodalbestimmungen im Gegensatz zu kaiserlichen Gesetzen sind. Ne? Auch hier haben wir wieder den Konflikt zwischen Kirche und Staat. Ne? Kirchliche Synodalbestimmung, das ist, was die Kirche bestimmt, was rechtens ist oder was Moral ist und was gerecht ist und was Gesetz ist, und auf der anderen Seite hat man die kaiserlichen Gesetze. Und dann eben haben wir den Punkt, dass eben die ganzen kaiserlichen, weltlichen Gesetze angepasst sein müssen an das kanonische Gesetz.
Jetzt seht ihr schon mal, wo das herkommt. Das ist ja schon seit dem 4. Jahrhundert, ja, mit den kirchlichen Synodalbestimmungen, die im Gegensatz zu den kaiserlichen Gesetzen stehen. Späterhin hießen die Kanones ganz allgemein Rechtsbestimmungen der kirchlichen Organe, im Gegensatz den weltlichen Leges oder Gesetzen, also im Gegensatz zu. Ja, im Gegensatz zu den weltlichen Gesetzen. Kirchliche Gesetze stehen gegenüber weltlichen Gesetzen. Kirchliche Gesetze stehen aber über den weltlichen Gesetzen. Das behauptet die Kirche, die von sich behauptet, christlich zu sein, die aber vom Christentum überhaupt nichts hat. Das ist die Kirche des Teufels, wie wir inzwischen wissen. Man kann also das Privilegium Canonis nur sinngemäß übersetzen, als das auf der kirchlichen Rechtsnorm fußende Vorrecht. Ein Vorrecht, das sie sich selbst angeeignet hat. Es ist kein Vorrecht, das ihr von Gott gegeben ist. Es ist ein Anrecht, das sie sich selbst angeeignet hat. Es stammt aus dem Zweiten Laterankonzil von 1139 und schützt in besonderer Weise Kleriker, Mönche, Nonnen, Laienbrüder und Novizen gegen Gewalttätigkeit und tätliche Beleidigung. Zwischen Klammern, wer einen Kleriker verhaut, was nur unter Einflüsterung des Satans zu verstehen ist, sei verflucht. Das deutsche Reichsstrafgesetzbuch entsprach dem durch § 196, wonach Geistliche in Ausübung ihres Berufes besonders geschützt werden. Das kirchliche Gesetzbuch von 1917, der berühmte Codex Juris Canonici, schärft den Katholiken die Bestimmung vom Jahre 1139 noch einmal ein im Kanon, also Paragraphen 119. Zitat: Der Gläubige schuldet den Klerikern nach ihren verschiedenen Graden und Ämtern Ehrerbietung, und sie begehen die Sünde des Gottesraubes, also Gotteslästerung, wenn sie den Klerikern eine tätliche Beleidigung zufügen. Ende Zitat. Also, wir sehen hier, dass es weltliche Gesetze gibt und dass es kirchliche Gesetze gibt, dass die kirchlichen Gesetze sich über die weltlichen Gesetze erheben und dass diese kirchlichen Gesetze vor allem aus Konzilien kommen, hier Laterankonzil 1139, wo es heißt, wer einen Kleriker verhaut, was nur unter der Einflüsterung des Satans zu verstehen ist, sei verflucht. Daraus wird dann bis zum 20. Jahrhundert im Codex Juris Canonici gemacht, Zitat, der Gläubige schuldet den Klerikern nach ihren verschiedenen Graden und Ämtern Ehrerbietung, also je höher der Grad, desto mehr Ehrerbietung, und sie begehen die Sünde der Gotteslästerung, wenn sie den Klerikern eine tätliche Beleidigung zufügen. Nun, jetzt kann man sich ja mal fragen, ja, wieso lästere ich denn Gott, wenn ich einem Kleriker eine Beleidigung zufüge oder wenn ich meine runterhau? Ja, weil in der römisch-katholischen Kirche der Priester ein alter Christo ist, also ein anderer Christ, Christus auf Erden ist. Nicht nur der Papst, nein, nein, die ganze Hierarchie durch. Jeder einzelne Priester ist das. Und wenn ihr das verstehen wollt, dann müsst ihr mal das Buch Roman Catholicism, also römischer Katholizismus, von Lorraine Bettner lesen. Das ist ein ganz fantastisches Buch, das unglaublich tief diese Verwirrtheit aufzeigt, das aufzeigt, wo die ganzen Regeln, Gesetze, Traditionen und so weiter in der römisch-katholischen Kirche herkommen, die die römisch-katholische Kirche steuern. Und dann versteht man auch diesen Satz, weil es ist ja, schau, wenn ich jetzt, abgesehen davon, dass ich natürlich als Christ keine Gewalt gebrauchen soll, aber wenn ich jetzt einem anderen, zwischen Anführungszeichen, normalen Menschen eine runterhaue, dann ist das eine Körperverletzung oder was auch immer in der Richtung. Aber hier, sobald das ein Kleriker ist, ist das eine Gotteslästerung, als ob ich Gott eine runterhauen würde. So wird das in der römisch-katholischen Kirche dargestellt. Tja, und es geht noch weiter. Auch das Konkordat von 1933, das wir ja schon mal komplett besprochen haben, befasst sich mit genau dieser Sünde, nenne ich es jetzt mal. Ja, dieses Vergehen im kanonischen Gesetz, dieser Gotteslästerung,
Es steht hier, Zitat, in Ausübung ihrer geistlichen Tätigkeit genießen die Geistlichen in gleicher Weise wie der Staatsbeamte den Schutz des Staates. Letzterer, also der Staat, wird gegen Beleidigungen ihrer Person oder ihrer Eigenschaft als Geistlicher sowie gegen Störungen ihrer Amtshandlungen nach Maßgabe der allgemeinen staatlichen Gesetzgebung vorgehen und im Bedarfsfalle behördlichen Schutz gewähren. Ende Zitat. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, sagt der Autor, dass die Geistlichen sich den Staatsbeamten gleichstellen lassen, während sie sonst wehren, mit diesen auf eine Stufe gestellt zu werden und sich durchaus auch nicht immer in diesem Sinne betätigen. Ja, weil sonst steht ja immer die Kirche über dem Staat. Aber wenn es ihnen passt, dann sind sie dem Staat hier gleichgestellt. Capisce? Des Staatsbeamten erste Pflicht ist Treue zu Führer und Volk. Des Geistlichen erste Pflicht ist Treue zu Kirche und Papst. Wo aber Rechte winken, nimmt man es gern in Kauf, den Staatsbeamten gleichgestellt zu werden, ohne an die daraus sich ergebenden Pflichten zu denken. Die Rechte ja, die Pflichten nein. Rechte ohne Leistungen, Absonderung und Heraushebung aus der Volksgemeinschaft sind die Folgen der priesterlichen, und ich füge die Anführungszeichen hinzu, Würde. Das zweite Vorrecht ist das Privilegium competentiae, die beschränkte Vollstreckbarkeit an dem Diensteinkommen bzw. der Pension des Geistlichen. Das zum Standesunterhalt Notwendige darf nicht gepfändet werden. Dieses Privileg beruht auf dem Gewohnheitsrecht Kanon 122 des Kirchlichen Gesetzbuches von 1917. Und verschärft das noch einmal. Zitat, den Klerikern, die gezwungen werden, ihre Gläubiger zu befriedigen, soll so viel Einkommen unverletzt sein, als sie nach der klugen Einschätzung eines kirchlichen Richters zum anständigen Lebensunterhalt notwendig brauchen. Wenn das sichergestellt ist, sollen sie möglichst bald ihre Gläubiger bezahlen. Ende Zitat. Damit sie ja nicht vergessen wird, erfolgt diese Bestimmung noch einmal im Artikel 8 des Konkordats von 1933. Also gerade eben, das war aus dem kirchlichen Gesetzbuch, Codex Canonici 1917, jetzt nochmal Konkordat 1933, Artikel 8, Zitat, das Amtseinkommen der Geistlichen ist im gleichen Maße von der Zwangsvollstreckung befreit wie die Amtsbezüge der Reichs- und Staatsbeamten. Ende Zitat. Also wenn du für den Staat arbeitest oder für die Kirche arbeitest, sind deine Einkünfte unbeschlagbar. Ihrerseits, sagt der Autor, lässt aber die Kirche oft unerbittlich bei manchen ihrer armen Anhänger die Kirchensteuer durch staatliche Vollziehungsbeamte einziehen. Ja, sogar bei solchen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Ketzergeld stinkt nicht! Nebenbei gesagt, hierin hat die evangelische Kirche von der katholischen auch gründlich gelernt. Und ein weiterer Punkt, den wir hier vielleicht mal ganz kurz besprechen sollten oder nicht vergessen sollten, wenn wir das sagen, dass also die Pfaffen ihr Gehalt oder Pension nicht gepfändet werden darf. Wir erinnern uns in der Lesung aus der Inquisition von Henry Charles Lear, wie die römisch-katholische Kirche einen großen Teil ihres Reichtums dadurch erworben hat, dass sie ganz einfach von anderen Menschen, von denen sie behauptet hat, dass sie abseits von Rom leben, ihr Gehalt und nicht nur ihr Gehalt, sondern ihr ganzes Eigentum gepfändet hat. Ja? Die Kirche misst nicht mit zwei Maßen. Die Kirche misst mit zwei Maßen. Sie will das Recht, aber nicht die Pflichten. Ja? Und das ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel daraus, hier im Kleinen. Ja? Ihrerseits lässt die Kirche oft unerbittlich bei manchen ihrer armen Anhänger die Kirchensteuer durch staatliche Vollziehungsbeamte einziehen. Denkt man heutzutage zum Beispiel an die GEZ-Gebühr. Ja, warum ist die GEZ-Gebühr, was hat das mit der Kirche zu tun? Naja, wenn die Kirche die Medien kontrolliert, was ist dann die GEZ-Gebühr? Ja? Ja, sogar bei solchen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Also ob du aus der Kirche austrittst oder nicht, interessiert die Kirche nicht. Für die Kirche bist du immer ein Mitglied der Kirche, ob du da austrittst oder nicht.
Nebenbei gesagt, hierin hat die evangelische Kirche von der katholischen auch gründlich gelernt. Ja, das ist natürlich ein Resultat des Ökumenismus, nenne ich es jetzt mal, der Gleichstellung der Hurentochter mit der Hurenmutter. Wenn die Hurentöchter, die sogenannten protestantischen Kirchen, zurück zur Hurenmutter Rom kehren, dann können sie sich natürlich auch dieselben Rechte anmaßen. Und genau das sagt der Autor hier. Hierin hat die evangelische Kirche von der katholischen gründlich gelernt. Das dritte Vorrecht ist das Privilegium Immunitatis. Das heißt, das Vorrecht der Befreiung kirchlicher Personen von gewissen öffentlichen Pflichten und Lasten. Bei der Nachweisung der Quelle dieses Vorrechts ist das katholische Kirchenrecht ein wenig in Verlegenheit und muss selbst zugeben, dass eine dogmatische Begründung von Seiten der Kirche nicht vorliegt. Aus den Bestimmungen des Konzils von Trient, hier haben wir es wieder, das antireformatorische Konzil von Trient aus dem 16. Jahrhundert, aus diesen Bestimmungen ergibt sich nur, dass manche öffentliche Lasten, zum Beispiel Frondienste, mit dem geistlichen Berufe unverträglich sind, dass daher die Immunität nicht einseitig aus dem weltlichen Recht hergeleitet werden darf. Die Befreiung der Kleriker von Staats-, Gemeinde- und Kirchensteuer ist im Lauf der Zeit aufgehoben worden. Nur die Befreiung der sogenannten Messstipendien von der Versteuerung durch den Staat bestand noch bis vor kurzem. Das Messstipendium ist das zwischen Anführungszeichen Geschenk, das die Gläubigen einem Priester für die Darbringung einer Messe in ihrer Meinung geben. Die Mindesthöhe dieses Geschenkes ist aber in den einzelnen Diözesen von den Bischöfen festgesetzt worden. Für die Diözese Breslau zum Beispiel beträgt es 2 Mark. Oft aber ist es höher, sodass ein römischer Priester an Messstipendien eine monatliche Einnahme von 60 bis 90 Mark und darüber hat. Diese Nebeneinnahme wurde bis 1936 in Deutschland nicht vom Staat besteuert. Das kirchliche Gesetzbuch, also der Codex Juris Canonici, sagt im Kanon 1509 Absatz 5, Zitat, der Besteuerung sind nicht unterworfen die Geschenke und Abgaben für die Messen. Ende Zitat. Über das Finanzministerium in Berlin war, aber das Finanzministerium in Berlin war anderer Ansicht und hob 1936 die Steuerfreiheit der Messestipendien auf. Darob erhob sich großes Wehgeschrei in der katholischen Kirche. Und der Observatore Romano, also die jesuitische Hauszeitschrift aus Rom, schrieb giftgeschwollen, Zitat, wenn diese Nachricht wahr ist, ne, also dass die der Besteuerung sind nicht unterworfen die Geschenke und Abgaben für die Messen. Das Finanzministerium in Berlin war anderer Ansicht und hob die Steuerfreiheit eben dieser Missstipendien auf. Und Osservatore Romano sagt dazu, wenn diese Nachricht wahr ist, dass hier also die Steuerfreiheit von Messstipendien aufgehoben wird, und wir haben Grund genug anzunehmen, dass dem so ist, so sieht man sich wieder einmal vor einer dieser methodisch vorbereitenden Schikanen der Religionsverfolgung, was auch der Vorwand sei. Der Nationalsozialismus greift hier einen Gedanken auf, der beispielsweise in den Zeiten der freimaurerischen Kirchenfeindlichkeit in Italien bei den sozialistischen und radikalen Parteien in großer Mode war. Das Ziel einer solchen Maßnahme ist ein zynischer Angriff auf die Heiligkeit und die Freiheit der Kirche, in denen das Messopfer, die höchste und heiligste Kundgebung der Religion und des christlichen Glaubens, wie ein Geschäft behandelt wird, soll die Heiligkeit der Kirche gewissermaßen in der Sprache der Steuereinnehmer getroffen werden. Ihre Freiheit sucht man dadurch zu untergraben, dass ein rein religiöser Akt zum Gegenstand amtlicher Nachforschungen gemacht wird. Ende Zitat. Nun, was ich persönlich aus diesem Zitat behalte, ist, dass hier steht, das Ziel einer solchen Maßnahme ist ein zynischer Angriff
auf die Heiligkeit und die Freiheit der Kirche, in denen das Messopfer die höchste und heiligste Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens wie ein Geschäft behandelt wird. Also, dass die was soll ich jetzt sagen? Ein zynischer Angriff auf die Heiligkeit und die Freiheit der Kirche, in denen das Messopfer die höchste und heilige Kundgebung der Religion ist, des christlichen Glaubens ist. So steht es hier. Ne? In denen das Messopfer die höchste und heiligste Kundgebung der Religion und des geistlichen Glaubens und so weiter ist. Messopfer. Und jetzt lass uns doch mal eben ehrlich sein. Jesus Christus hat doch alle Opfer aufhören lassen, oder? Als er in der 70. Jahrwoche von Daniel prophezeit, hier auf dieser Erde kam und in der Mitte der 70. Woche alle Opfer hat enden lassen, als Gott zum Zeichen dessen, dass er es gemacht hat, der Vater den Vorhang im Tempel von oben nach unten komplett zerrissen hat und das heiligste Heiligtum im Tempel in Jerusalem bloßgelegt hat, den Menschen gezeigt hat, dass sie die ganze Zeit bereits ja, Opferungen begangen haben, die gar nicht mehr richtig waren, weil die Arche, die Bundesarche da ja gar nicht mehr war. Das ist noch ein anderes Thema. Aber Jesus Christus hat alle Opfer aufhören lassen. Jesus Christus ist derjenige gewesen, der alle Opfer zum Stillstand gebracht hat, durch sein Opfer. Genau das, was im ganzen Alten Testament beschrieben war. Diese ganzen Tieropfer, die nur darauf hingedeutet haben, dass einmal einer kommt, dessen Opfer wirklich die Sünden wegnimmt. Weil ein geschlachteter Bulle, eine geschlachtete Taube oder ein geschlachtetes Schaf oder was auch immer auf dem Opferaltar der Israeliten oder der Juden damals im Alten Testament hat niemals Sünde weggenommen. Es war der Glaube daran. Und der Glaube daran, dass irgendwann einmal der wahre Messias kommt, derjenige kommt, der durch sein Leben für uns zu opfern, weil er sündenfrei ist, durch seinen Akt der Liebe für uns zu sterben, alle unsere Sünden wegwäscht und alle Opfer damit aufhören lässt. Genau wie in Daniel Kapitel 9, Vers 27 beschrieben steht. Ja? Wir sollten uns das vielleicht nochmal eben durchlesen. Ich meine, so wie es hier in der ach ja, ich habe ja hier nur das Neue Testament aus der Schlachter. Wir können mal eben uns das mal kurz angucken, wie das in der Schlachterbibel in Daniel geschrieben ist. Und ihr wisst ja, ich bin ja kein großer Liebhaber von dem Buch von Daniel hier in der Schlachterbibel, weil das auch nicht besonders deutlich, finde ich persönlich, beschrieben wurde. Aber wenn wir mal eben hier in Kapitel 9 reingehen, in die letzten Verse, dann steht hier in Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, ihm wird nichts zuteil werden, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören, sie geht unter in der überströmenden Flut, bis ans Ende wird es Krieg geben, und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Das ist im Grunde der Punkt. Wir wissen, im Englischen ist es viel besser, und ich übersetze das normalerweise auch, mache ich auch, aber jetzt mal hier kurz im Sinne der Schnelle dieses Zitat hier mit reinzunehmen. In der Mitte der Woche, ja, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. So, das ist, was die Bibel sagt. Und die römisch-katholische Kirche sagt hier in diesem Artikel vom Osservatore Romano, dass das Messopfer die höchste und heiligste Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens ist. Messopfer! Wenn Jesus Christus alle Opfer hat aufhören lassen, alle Opfer beendet hat durch sein einziges Opfer, dann ist jedes Mal eine römisch-katholische Messe abzuhalten, dann ist jedes Mal eine römisch-katholische Messe beizuwohnen, eine Ablehnung des Opfers Jesu Christi.
Und deswegen hämmer ich da immer und immer und immer wieder drauf, auf den ganzen Sendungen, auch mit Tom Fress. Deswegen hämmern wir so sehr drauf auf den Folgen des Futurismus, also der Zukunftslehre eines zukünftigen Antichristen, wo die Auslegung aus Daniel Kapitel 9, Vers 27 ist, dass es ein zukünftiger Antichrist ist, der diese Opferung aufhören lassen wird, wenn in Israel, dem Staat, den sie 1948 da errichtet haben, wieder ein Tempel gebaut wird und dort wieder Opferungen anfangen und dann die Opferungen abgeschafft werden. Ja? Und jedes Mal, wenn ich solche Sachen lese, wie das hier im Osservatore Romano, dann kommt mir hier die Galle hoch von diesen ganzen Sachen, in denen eben hier die römisch-katholische Kirche ganz klar behauptet, das Messopfer ist die höchste und heilige Kundgebung der Religion und des christlichen Glaubens. Nein, das Messopfer ist die höchste Verachtung des wahren christlichen Glaubens, weil nämlich der Akt von Jesus Christus vor 2000 Jahren hiermit vollkommen zunichte gemacht wird, vollkommen negiert wird, vollkommen abgelehnt wird, verneint wird. Nein, Jesus, du bist nicht das Lamm Gottes, das vor der Gründung der Welt bereits geschlachtet wurde. Du bist das nicht. Du hast nicht alle Opfer zum Stillstand gebracht. Darauf müssen wir auf einen zukünftigen Antichristen warten. Das ist mal ganz kurz, wie man in Englisch so schon sagt, in a nutshell, ja, so in der Nussschale, so kurz zusammengefasst, das ganze Problem der heutigen Kirchenlehre. Ja. Und dass hier auch der Autor selber, der geht jetzt hier nicht drauf ein, ne, der zitiert hier natürlich aus ganz anderen Gründen. Wir wissen ja, wir beschäftigen uns hier mit dem Codex Canonici, Codex Juris Canonici. Hier geht es um eine ganz andere Sache, aber mir stoßen solche Sachen immer wieder auf. Und gerade wenn ich das hier lese, das Messopfer ist die höchste und heilige Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens. Das behauptet die römisch-katholische Kirche von sich. Ich sage euch jetzt, das Messopfer ist das Ritual, die Tradition, das Sakrament, auf der die römisch-katholische Kirche aufbaut. Und wenn man biblisch belegen kann, wie ich gerade jetzt ganz kurz gemacht habe, mit Daniel Kapitel 9 zu zitieren, aufzeigen kann, dass die römisch-katholische Kirche hier etwas tut, was komplett unbiblisch ist, dann habe ich der römisch-katholischen Kirche den ganzen Boden ihrer Existenz entzogen. So einfach geht das. Weil es nämlich eine Lüge ist. Und diese Lüge, dass das Messopfer die höchste und heilige Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens ist, hat keinen Bestand im Licht der Bibel. Hat keinen Bestand. Das muss man wissen. Das heißt, wenn man nur die Bibel ein wenig kennt, wenn man nur versteht, weshalb Jesus Christus überhaupt auf diese Welt gekommen ist, dann begreift man, dass die römisch-katholische Kirche niemals die Kirche Jesus Christus hier auf Erden sein kann. Weil wie kann denn die Kirche sein Körper, seine Tat verleugnen, abstreiten, negieren und sagen von Jesus Opfer ist nicht wichtig. Das Opfer, das wir machen, das ist das Höchste und Heiligste im christlichen Glauben. Versteht ihr? Warum solche Dinge so wichtig sind zu verstehen, warum solche Sätze hier bei mir dafür sorgen, dass ich Feuer und Galle speie, wenn ich solche Dinge lese, diese Anmaßung, weil das so in einem Satz, in einem Zitat mit eingebaut ist und man liest da normalerweise so drüber. Aber dieser kleine Teil dieses einen Satzes, der Satz geht ja länger. Der Satz heißt, das Ziel einer solchen Maßnahme ist ein zynischer Angriff auf die Heiligkeit und die Freiheit der Kirche, in denen das Messopfer die höchste und heiligste Kundgebung der Religion und des christlichen Glaubens wie ein Geschäft behandelt wird, soll die Heiligkeit der Kirche gewissermaßen in der Sprache der Steuereinnehmer getroffen werden. Das ist der ganze Satz. Aber der kleine Teil, in denen das Messopfer die höchste und heiligste Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens ist, das, die Essenz dieses Satzes, sagt uns ganz klar, auf was Rom aufgebaut ist. Auf nichts anderes als auf der
Ablehnung des Opfers Jesu Christi, genau wie die Juden, die Jesus Christus nicht angenommen haben und die immer noch in der Tora leben und nichts wissen wollen von der Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Und dann hat die römisch-katholische Kirche es natürlich leicht zu sagen von Replacement Theology, also wie nennt man das? Replacement ist ja die Ersetzungstheologie. Wenn man es ja mal ganz simpel aussieht, Ersetzungstheologie. Das heißt, die römisch-katholische Kirche ersetzt das Judentum. Nur wenn man die Bibel gut verstanden hat, weiß man ja, dass das Judentum, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, woraus es hauptsächlich bestand, ja auch gegen Jesus waren. So. Und wenn die römisch-katholische Kirche davon die legitime Fortsetzung ist, dann sind sie auch gegen Jesus, nicht wahr? Ah ja, und das geben sie dann noch zu, indem sie sagen, das Messopfer ist die höchste und heiligste Kundgebung der Religion. Das heißt, ihre Basis des sogenannten christlichen Glaubens, des katholischen Glaubens, die Basis des katholischen Glaubens ist basiert auf der Ablehnung des Opfers Jesu Christi. Also war Jesus Christus nicht der Messias. Und wenn man dann solche Sätze hört, wie von Papst Franziskus, der sagt, Jesus Christus, sein Leben war ja auch ein großer Fehler mit dem Fehler am Kreuz, ja, dann versteht man das, was er eigentlich meint, wenn man diese Sätze hier richtig versteht. Entschuldigung, dass ich jetzt ein paar Minuten wirklich total aus dem Thema rausgekommen bin, aber mir war das unglaublich wichtig, dass wir mal sehen, wenn man solche Sätze liest, dass man bitte schön versteht, was hier im Grunde drin steht. Das Messopfer ist die höchste und heiligste Kundgebung der Religion des christlichen Glaubens, das behauptet hier der Osservatore Romano. Und damit sagt der Osservatore Romano ganz klar, das Opfer Jesu Christi ist null und nichtig. Unser Messopfer ist wichtiger als das von Jesus Christus. Jesus Christus hat nicht alle Opfer aufhören lassen, wie in Daniel Kapitel 9, Vers 27 beschrieben, wo ja drin steht, in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, dann gibt es ja keine Messopfer mehr. Das ist ja jetzt das unblutige Schlachtopfer, was man in der Messe macht, ne? Wo man die Kommunion, die Gemeinschaft aus dem Abendmahl versetzt in ein Ritual, woraus man hier ein Opferritual macht. Ne? Jesus blutiges Opfer macht man unblutig durch die heilige Kommunion, das Abendmahl, das Jesus Christus mit seinen Jüngern gehalten hat, wo er gesagt hat, tut dies in Erinnerung an mich, zu gebrauchen, um zu sagen von nein, wir brauchen hier ständig ein neues Opfer, das dann von einem alter Christo praktiziert wird. Ja, deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass eben der Priester hier ein anderer Jesus ist, weil er macht das dann hier. Ja, und er hat nicht die Opfer aufhören lassen. Das ist ja Zukunftsversion. Daniel Kapitel 9, Vers 27 wird ja in der Zukunftslehre halt irgendwo in die letzten paar Jahre vor Jesus Christus echter Zurückkunft gelegt. Und er, der einen festen Bund schließt, eine Woche mit vielen, ist in der Zukunftslehre der Antichrist, der das machen wird. Also es ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, dass wir uns erinnern, wenn hier steht, dass das Messopfer, dass die römisch-katholische Kirche mit all ihren Traditionen auf diesem Messopfer aufgebaut ist und dass das ganz einfach eine Verneinung ist, eine Ablehnung, eine Nichtakzeptanz des einzigen wahren, vollen Opfers Jesu Christi war, ist und war. So muss man das sehen. Und deswegen ist es ein unglaublich wichtiger Satz. Da geht es gar nicht mehr darum, was sonst in dem Osservatore Romano steht, wo drin steht von, das kann ja wohl nicht sein, dass hier das Geld abgenommen wird. Nein, nein, nein. Das Wichtige steht in den kleinen Nebensätzen. Das Messopfer, die höchste und heilige Kundgebung der Religion, der katholischen Religion und des katholischen Glaubens ist. Das Messopfer ist die höchste und heiligste Kundgebung der Religion und des katholischen Glaubens. Nicht christlich, ne? Die schreiben hier christlich, aber es ist natürlich katholisch. Das Messopfer ist die höchste und heiligste Kundgebung der katholischen Religion
und des katholischen Glaubens, weil das Messopfer darauf basiert ist, dass Jesus Christus Opfer nicht akzeptiert wird. So, den kleinen Ausflug musste ich mir eben mal machen. Diese Entrüstung des Osservatore Romano, fährt der Autor fort, hat jemand treffend dahingehend charakterisiert: Man will die Kirchen in Nachbarsgarten und tritt dabei in die eigenen Nesseln. Nun ist auch dieses Vorrecht ganz im Sinne der Volksgemeinschaft aufgehoben. Dagegen gibt es noch andere öffentliche Dienste, von denen die römischen Kleriker aufgrund ihrer Würde befreit sind. Im kirchlichen Gesetzbuch von 1917, also Codex Juris Canonici, heißt es im Kanon, also Paragraphen 122, also im weltlichen heißt es Paragraph, im kirchlichen Gesetzbuch heißt es Kanon: Alle Kleriker sind vom Militärdienst, von öffentlichen Ämtern und Diensten befreit, da sie für den Klerikerstand unpassend sind. Ende Zitat. Artikel 6 des Konkordats von 1933 schärft dies auch noch einmal ein. Zitat: Kleriker und Ordensleute sind frei von der Verpflichtung zur Übernahme öffentlicher Ämter und solcher Obliegenheiten, die nach den Vorschriften des kanonischen Rechts mit dem geistlichen Stande bzw. dem Ordensstande nicht oder unvereinbar sind. Dies gilt insbesondere für das Amt eines Schöffen, eines Geschworenen, eines Mitgliedes der Steuerausschüsse oder der Finanzgerichte. Ende Zitat. Einerseits ist es gut, dass unsere öffentlichen Ämter auf diese Weise von römischen Einflüssen frei bleiben, denn die Kleriker und Ordensleute sind bei eventueller Ausübung solcher Ehrenämter immer noch Beamte der römischen Kurie und können dabei leicht in Gewissenskonflikte kommen. Man kann nicht zwei Meistern dienen. Die wohl dann meist nach dem Grundsatz Gottesrecht bricht Staatsrecht gelöst würden. Andererseits ist aber die römische Auffassung über die deutschen Ehr- und Rechtsbegriffe von der besonderen Würde der Ehrenämter des Soldaten, des Schöffen, des Geschworenen usw. so insofern recht bemerkenswert, als sie wiederum die priesterliche Würde höher stellt. Also die Mitglieder der römisch-katholischen Kirche, des Klerus, sind ein Stand, der über allen anderen Ständen steht. Das vierte Sonderrecht ist das Privilegium Fori, das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit. Und das hat jetzt so weitführende Konsequenzen, da will ich noch nicht mal drauf eingehen oder versuchen, drauf einzugehen. Ich will nur ganz kurz hierzu sagen, wenn es der eigenen Gerichtsbarkeit, das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit gibt, dieses Sonderrecht, ja, dann heißt es mit anderen Worten, dass sich die Kirche keinen anderen irdischen Rechten unterwerfen muss, sondern dass sie ihr eigenes Recht hat, ihr eigenes Gerichtssystem, ihr eigenes Gerichtssystem, ihr eigenes Rechtssystem hat. Darum seht ihr normalerweise pädophile Priester nicht verurteilt vor weltlichen Gerichten, angeklagt vor weltlichen Gerichten, verfolgt von der Polizei. Da muss man mal ganz scharf drüber nachdenken. Das Privilegium Fori, das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit. Wenn die römisch-katholische Kirche das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit hat, dann macht sie die Gesetze, dann ist sie mit anderen Worten Ankläger, Richter und Vollstrecker des Urteils in einer Person. Das ist genau der Unterschied mit der sogenannten Demokratie oder der wirklich staatlichen Aufteilung der Gewalten, wenn das dann funktionieren würde. Und warum die Aufteilung der Gewalten in unseren Staaten nicht funktioniert, liegt daran, dass unser Staat sich zum Vasall der Kirche macht, wie ich ja schon oft genug gesagt hatte. Und wenn die Kirche halt die verschiedenen Gewalten kontrolliert, ja, dann sind sie nicht mehr getrennt. Dann habe ich keine Trennung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Wenn alle diese drei sogenannten unabhängigen Gewalten von einer darüberstehenden Instanz kontrolliert werden, dann ist die überstehende Instanz eine. Eine kontrolliert drei. Und dadurch werden die drei zu ein.
Ja, das ist mal eine Trinität der römisch-katholischen Kirche, nicht wahr? Wenn man da mal drüber nachdenkt. Das Privilegium fori, das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit, sorgt dafür, dass uns ein, ja, wie soll ich das jetzt sagen, uns wird ein etwas vorgemacht. Fällt jetzt das richtige Wort dazu mir, was vorgehalten. Uns wird hier etwas vorgemacht. Uns wird hier vorgemacht von, du hast hier drei verschiedene Gewalten. Guck mal, das ist hier so organisiert und so organisiert und so organisiert. Aber man erzählt euch nicht, dass dahinter eine andere Gewalt steht. Und da sich die römisch-katholische Kirche das Privileg, das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit herausnimmt, dass die Kirche nicht von Menschen gerichtet werden kann, sondern nur von sich selber, dass die Kirche sich hier zum Ankläger, Richter und Urteilsvollstrecker selbst erklärt, das wird euch in der Schule nicht erklärt, nicht wahr? Und dann ist die ganze Gewaltenteilung im Grunde sinnlos. Und deswegen kriegt man eben auch in dieser Welt keine Gerechtigkeit oder kein Recht, lass man so sagen. Da wird kein Recht gesprochen, da wird römisch-kanonisches Recht wird gesprochen, ja, aber kein Recht im Sinne von biblischem Recht wird gesprochen. Warum? Weil die Kirche das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit hat. Die Kirche hat fußend auf 1. Korinther Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Oh, da müssten wir das jetzt aber mal eben lesen. 1. Korinther Kapitel 6, 1 bis 8. Wollen wir mal eben. Korinther. Wollen wir eben aufschlagen in dieser großen Bibel. Entschuldigung, Korinther kommt ja direkt nach Römer. So, 1. Korinther Kapitel 6, 1 bis 8. Wollen wir eben lesen. Jetzt bin ich ein bisschen bei 10 schon, bin ich schon zu weit. Kapitel 6, 1 bis 8. Was steht denn da in der Luther 1545 beschrieben? 1. Korinther Kapitel 6. Wie darf jemand unter euch, so er einen Handel hat mit einem anderen, hadern vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So denn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr denn nicht gut genug, geringere Sachen zu richten? Auch interessant immer im Zusammenhang mit dem Punkt, ja, du sollst doch nicht urteilen, ne? Du sollst doch nicht verurteilen, ne? Du sollst nicht richten, ne? Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Ihr aber, wenn ihr über zeitlichen Gütern Sachen habt, so nehmet ihr die, so bei der Gemeinde verachtet sind, und setzet sie zu Richtern. Euch zur Schande muss ich das sagen, ist so gar kein Weiser unter euch oder doch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder? Sondern ein Bruder mit dem anderen hadert dazu vor den Ungläubigen? Es ist schon ein Fehl unter euch, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasset ihr euch nicht viel lieber Unrecht tun? Warum lasset ihr euch nicht viel lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilet und solches an den Brüdern im Geiste. Brüder in Christus sind hier gemeint. Ja? Also, diesen Teil aus der Bibel, 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 1 bis 8, nimmt die römisch-katholische Kirche als Basis, um ihre Rechtfertigung hier kundzutun, die da lautet. Also, wir lesen. Die Kirche hatte, fußend auf 1. Korinther Kapitel 6, 1 bis 8, im justinianischen wie im fränkischen Recht sich ein weitgehendes Sonderrecht eigener Gerichtsbarkeit erworben. Hiernach bildete in Zivil- und Kriminalsachen nur der Bischof den kompetenten Gerichtsstand für die Geistlichen. Im Hin und Her der Kämpfe zwischen Kirche und Staat bildete Anerkennung und Ablehnung dieses Vorrechts durch den Staat einen beliebten Streitgegenstand. Die Päpste aber haben nie auf dieses Sonderrecht ihrer Geistlichen verzichtet, und tüchtige Theologen halfen ihnen bei der Begründung desselben. Der Jesuit Bellarmin schreibt hierzu, Zitat: Abgesehen von allem anderen wäre es doch zu schändlich, wenn die weltliche Obrigkeit einen Bischof zurechtweisen,
und bestrafen könnte, der sie selbst zurechtzuweisen und zu bestrafen hat? Und wer möchte es ertragen, dass heute ein Priester einen Beamten vor seinen Richterstuhl führe, morgen aber umgekehrt der Beamte den Priester vor den seinigen? Müsste nicht alle Ehrfurcht, die notwendig die Laien doch vor den Priestern haben müssen, zugrunde gehen, wenn sie solche vor ein weltliches Gericht bringen könnten? Daher lehrte die Vernunft das Menschengeschlecht und setzte im Vorrang vor allen Fürstengesetzen fest, dass überall Priester von der Gerichtsbarkeit weltlicher Fürsten frei sein müssen. Ende Zitat. Von einem der großen Morallehrer und der Befreiungstheologielehrer, der Jesuit Bellarmine. Aus dem Ende, der lebte von 1536 bis 1600 irgendwo, wenn ich mich nicht irre. Antichrist Papst Urban der 13. verkündete am 1. April, das war kein Aprilscherz, 1627, Zitat: Wir exkommunizieren und bannen alle und jede weltliche Beamten, Richter, Rechtsanwälte, Schreiber, Vollstreckungs- und Unterbeamten, die sich nur irgendwie in Kapitalprozessen und Strafsachen gegen kirchliche Personen einmischen. Ebenso, wenn sie gegen kirchliche Personen Prozess führen, sie ächten, gefangen nehmen oder Urteile gegen sie herausbringen und vollstrecken, ohne dazu eine besondere, ins Einzelne gehende oder ausdrückliche Erlaubnis des Heiligen Apostolischen Stuhles, also des Papstes, zu besitzen. Ebenso diejenigen, welche eine solche Erlaubnis auf Personen und nicht ausdrücklich genannte Fälle ausdehnen oder mit ihr rechtswidrigen Missbrauch treiben. Ebenso alle, welche solchen Missentäter als Räte, Senatoren, Präsidenten, Kanzler, Vizekanzler oder sonst wie Benannte geholfen haben. Ende Zitat. Diese hierdurch zum Ausdruck kommende etwas weitgehende kirchliche Eigengerichtsbarkeit war für aufstrebende und selbstständige Staaten auf die Dauer untragbar. In Deutschland sind die Gerichte nach § 12 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 28. Mai 1898, also wir sprechen hier von preußischen Gesetzen, Staatsgerichte. Ja? In Deutschland sind die Gerichte Staatsgerichte, keine Kirchengerichte. Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist demnach ohne bürgerliche Wirkung. Indessen hält die Kirche auch heute noch am Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit fest. Der einfach selbstverständliche staatliche Grundsatz, Zitat, die kirchliche Gerichtsbarkeit für weltliche Zivil- und Kriminalsachen der Geistlichen ist gänzlich abzuschaffen, selbst ohne Einvernehmen und trotz Widerspruchs des Apostolischen Stuhls. Ende Zitat. Ist als These 31 im Syllabus von 1864 von Papst Pius IX. Verworfen worden. Also Syllabus der Fehler. Ne? Die kirchliche Gerichtsbarkeit für weltliche Zivil- und Kriminalsachen der Geistlichen ist gänzlich abzuschaffen, selbst ohne Einvernehmen und trotz Widerspruchs des Apostolischen Stuhls. Papst Pius IX. Widerspricht dem, das heißt, er ist dann nicht mehr einverstanden. Das heißt, die kirchliche Sicht ist eben genau das Umgekehrte von dem, was hier steht. Die kirchliche Gerichtsbarkeit für weltliche Zivil- und Kriminalsachen der Geistlichen ist eben nicht abzuschaffen. Mit Einvernehmen und ohne Widerspruch des Apostolischen Stuhls. So müsste man das eigentlich lesen. Der Syllabus von 1864, also der Syllabus der Fehler, ist ebenso wie der von 1907 nicht zurückgenommen worden. Also für Rom und seine Ansprüche noch in Kraft. 5 Jahre später hat sogar Antichrist Pius IX. Am 12. Oktober 1869 in der Bulle Apostolicae Sedis Moderationi diese Forderung noch einmal ganz scharf formuliert, indem er mit der nur vom Papste zu lösenden Exkommunikation alle belegt, Zitat, welche die Richter aus dem Laienstande direkt oder indirekt zwingen, kirchliche Personen den kanonischen Vorschriften zuwider vor ihren Richterstuhl zu ziehen.
Ebenso alle diejenigen, welche Gesetze und Verordnungen gegen die Freiheit oder die Rechte der Kirche erlassen. Ende Zitat. Also, nochmal eben zum deutlichen und besseren Verständnis. Antichrist Papst Pius IX. Hat hier am 12. Oktober 1869, ein Jahr vor dem Konzil, wo der Papst unfehlbar erklärt wurde, in einer Bulle Apostolicae Sedis Moderationi gesagt, Zitat, diese Forderung noch einmal ganz scharf formuliert, indem er nur mit der zum Papst lösenden Exkommunikation alle belegt. Also alle sind exkommuniziert, die, alle welche, die Richter aus dem Laienstande direkt oder indirekt zwingen, kirchliche Personen den kanonischen Vorschriften zuwider vor ihren Richterstuhl zu ziehen. Also ein jeder ist exkommuniziert, der Richter aus dem Laienstande direkt oder indirekt zwingt, kirchliche Personen vor ihren weltlichen Richterstuhl zu zwingen. Ja? Ebenso alle diejenigen, welche Gesetze und Verordnungen gegen die Freiheit oder die Rechte der Kirche erlassen. Das heißt, wenn du eine Gerichtsbarkeit unterstützt, des Staates, gegen die Kirche, wenn du unterstützt, dass Kleriker vor weltliche Gerichte gebracht werden können. Oder wenn du dafür sorgst, dass du das machst, dann bist du nach Ansicht der Kirche exkommuniziert. Und Exkommunikation ist die schwerste oder eine der schwersten Waffen, die der Papst sich überhaupt nehmen kann, um die Leute zu züchtigen und in Gänge zu halten, weil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Errettung. Bist du exkommuniziert, wirst du aus der Kirche gesetzt und du hast keine Errettung. Und wenn du ein gläubiger Katholik bist, dann hast du dann ein Problem. Deswegen diese Gesetze. Weiter. Zum letzten Mal wurde dieser kirchliche Anspruch im Kirchengesetzbuch von 1917 im Kanon, also Paragraph 120, verankert. Zitat: Die Kleriker müssen sich in allen Streit- und Kriminalfällen vor einem kirchlichen Richter einfinden, wenn es nicht anders für einzelne Orte rechtmäßig vorgesehen ist. Die Kleriker müssen sich in allen Streit- und Kriminalfällen, also auch Anklage über Pädophilie und solche Sachen, wie wir das heute ja ständig haben, vor einem kirchlichen Richter einfinden, wenn es nicht anders für einzelne Orte rechtmäßig vorgesehen ist. Gerade dieses Vorrecht gewinnt in unseren Tagen, wir sprechen hier also über die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, besondere Bedeutung. Das gewinnt auch heute im 2023 besondere Bedeutung, wenn man eben diese weltweite priesterliche Pädophilie-Pandemie sich anschaut und weltlich mit weltlichen Gerichten verfolgen und bekämpfen will. Dann stößt man nämlich hier gegen eine Mauer, wo die römisch-katholische Kirche sagt, ihr habt überhaupt gar keine Jurisdiktion. Gerade dieses Vorrecht gewinnt in unseren Tagen besondere Bedeutung. Man sage nicht, die päpstlichen Erlasse hierüber und ihre Verdammungsurteile gegen die Übertreter, das heißt also gegen alle Staatsoberhäupter gesunder Staatswesen, seien vollkommen veraltet. Rom gibt niemals etwas auf, was es je beanspruchte und als sein Recht betrachtet hat. Die Kirche hat nicht nur einen großen Magen für das sonst so verachtete weltliche Gut, dass sie für die anderen leicht ein Fraß von Rost und Motten wird, sondern auch für Forderungen, Ansprüche und Rechte. So gibt es zum Beispiel viele Bistümer nicht mehr, die einst bestanden haben. Den Anspruch darauf aber hält Rom fest, indem es für heute gar nicht mehr vorhandene Bistümer, die von der Geschichte und von den Ungläubigen hinweggefegt worden sind, Bischöfe ernennt, die sogenannte Bischöfe in Partibus Infidelium, das heißt Bischöfe in den Gebieten der Ungläubigen sind. Das nimmt sich die römisch-katholische Kirche auch als Recht raus. Ja, es gibt hier einen sehr interessanten Satz, mit dem ich in der nächsten Sendung fortfahren möchte, weil wir müssen hier eben mal abschließen.
und werden die Sendung heute, die achte, hier zum Abschluss bringen und werden dann mit der neunten Lesung weitergehen, die ich wahrscheinlich später heute probiere noch zu lesen. Bin jetzt gerade so schön drin in dem Buch, um da weiterzumachen. Aber es gibt hier einen Satz, den ich gerade eben gelesen habe, der ist sehr, sehr wichtig. Den muss man nochmal hervorziehen. Welcher das ist, ja, das werdet ihr sehen, wenn wir nächstes Mal lesen. Bis dahin lesen wir alle, ihr und ich, bitte unsere Bibel. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.